Und jetzt kommt der nächste Redebeitrag von der ALB, der antifaschistischen Linken Berlins. Hallo. Nachdem die Mordserie des NSU aufgeflogen war, sprachen Behörden und Politik schnell von Versagen und Pannenserie der ermittelnden Behörden. Damit soll von den eigentlichen Fragen nach den Verstrickungen abgelenkt werden. Denn mit Pannen hat das nichts zu tun. Es hat zu tun mit Verstrickungen und mit Rassismus. Wenn wir uns heute fragen, wie konnte eine Gruppe wie der NSU entstehen und Mord durchs Land ziehen, ist die Rolle der Geheimdienste entscheidend. Im Thüringer Heimatschutz waren 40 Spitze von Inlands-, Auslands- und militärischen Geheimdiensten aktiv. Wir wissen, 2 Polizisten waren in Zivil in der Kolbstraße in Köln zum Zeitpunkt des Bombenanschlags. Der Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas T. war am Tatort in Kassel, als Halit Yozgat umgebracht wurde. Wir wissen, dass der Verfassungsschutz Ku Klux Klan-Sektionen mit aufgebaut hat, in denen Polizisten aktiv waren. Und das ist das, was wir trotz der geschredderten Akten öffentlich wissen. Wenn also über Jahre hinweg gewalttätige Neonazis von den Geheimdiensten aufgebaut, finanziert und protegiert werden, scheint die eigentliche Panne darin zu liegen, dass diese Verstrickung der Dienste überhaupt aufgeflogen ist. Der Thüringer Verfassungsschutz hat den Aufbau rechter Terrorzellen finanziert. Beispielsweise bekam der Neonazi Tino Brandt von 1994 bis 2001 insgesamt 200.000 D-Mark Spitzellohn als V-Mann für den VS in Thüringen. Mit diesem Geld baute er den Thüringer Heimatschutz auf, in der auch Bernhard, Mundlos und Schäpe Mitglied waren, bevor sie 1998 abtauchten und als nationalsozialistischer Untergrund die Mord- und Anschlagsserie begann. Tino Brandt bekennt sich freimütig dazu, dass er vor drohenden Hausdurchsuchungen durch seinen V-Mann-Führer gewarnt wurde. Auch hat der Verfassungsschutz dafür gesorgt, dass Strafverfahren gegen Neonazi-V-Leute eingestellt wurden. Die polizeilichen Ermittlungen in der Mordserie sind von Anfang an rassistisch geprägt gewesen. Die Opfer wurden zu Schuldigen gemacht. Niemand hat ihnen geglaubt, wenn die Angehörigen beteuerten, dass die Opfer nichts mit irgendwelchen kriminellen Aktivitäten zu tun hatten. Wie sollen Behörden und Personen, deren tägliches Wahrnehmungsbild selbst rassistisch geprägt ist, rassistische Motive erkennen und entsprechend ermitteln? Dabei hatte die Polizeispitze im engsten Umfeld des NSU. Das Berliner LKA führte über 10 Jahre lang den Neonazi Thomas Starke als V-Mann. Dieser Thomas Starke war von Ende 96 bis April 1997 mit Beate Schäpe liiert. In dieser Zeit hat er für das Jenaer Trio rund 1 Kilo TNT-Sprengstoff besorgt. Hinweisen des V-Manns auf das NSU-Trio wurden nicht nachgegangen. Es gab schlicht kein Verfolgungsinteresse gegen rechts. Die Unterstützung und Kumpanei des Verfassungsschutzes mit den Nazi-Terroristen lässt sich auch ideologisch erklären. Sie teilen rassistische und anti-emanzipatorische Einstellungen. Niemand ist auf dem rechten Auge blind gewesen, vielmehr wurde sehenden Auges die Struktur, die den NSU gebaren, mit aufgebaut, protegiert und finanziert. Die Rede von Pannen oder schlampigen Ermittlungen verschleiert nur die Beteiligung staatlicher Stellen. Der Staat schützt seine Neonazis und bedient sich den geläufigen Mitteln der Diffamierung von Antifaschisten durch Gewaltvision und Extremismusthesen. Das politische Spektrum wird als Hufeisen dargestellt, rechts und links sind die extremen Ränder, dazwischen die neutrale Mitte. Antifaschismus stand seit Gründung der BRD immer unter besonderem Verdacht. Antifaschistische Menschen wurden bekämpft. Der Kampf gegen Neonazis braucht weder Vorratsspeicherung, sogenannte Extremistendateien oder eine stärkere Verzahnung von Geheimdiensten und Polizei. Im Gegenteil, das sind Maßnahmen einer repressiven, rechtsorientierten Politik, die demokratische Rechte unterhöhlt, abschafft und in keiner Weise dazu befähigt sind, demokratische Ideen zu fördern. Wer die Neonazis bekämpfen will, der muss ihre Ideologie den Nährboden entziehen und ihre Organisation und Zirkel zerschlagen.
Das bedeutet, den in der Mitte der Gesellschaft verankerten Rassismus zu bekämpfen. Das bedeutet, das Konkurrenzprinzip auszuschalten und die soziale Diskriminierung zu beenden. Und das bedeutet auch, das Geheimdienstwesen abzuschaffen. Wir sagen, es gibt in diesem Land rechten Terror, der sich jeden Tag in verschiedenster Weise zeigt. Die Namen oben an der Brücke all der Ermordeten sprechen die eigene Sprache. Wir sagen, dass der NSU kein Zufallsprodukt oder gar das Ergebnis von Ermittlungspannen war, sondern möglich wurde durch die finanzielle und strukturelle Unterstützung des Verfassungsschutzes. Wir sagen, dass es organisierte Neonazi-Strukturen gibt, die ohne diese staatlichen Hilfestellungen längst nicht so gefährlich wären, wie sie jetzt sind. Wir sagen, dass wir hier nur die Spitze des Eisbergs zu sehen bekommen. Das politische Ziel des Prozesses gegen Schäpe ist völlig klar. Die politische Dimension und die Verwicklung der Geheimdienste soll unter allen Umständen klein gehalten werden. Erstens soll der NSU als isolierte Gruppe mit wenigen Unterstützerinnen dargestellt und rechter Terrorismus in Deutschland geleugnet werden. Präsentiert wird also eine kleine Gruppe von Einzeltäterinnen. Zweitens soll die Rolle aller involvierten Sicherheits- und Ermittlungsbehörden und Politikerinnen heruntergespielt werden und die Verstrickung des Verfassungsschutzes in die neonazistische Szene auf keinen Fall verhandelt werden. Und vollkommen tabuisiert werden soll der weit verbreitete Rassismus in der deutschen Gesellschaft, der zu den rassistisch geprägten Ermittlungen und damit einhergehenden menschenverachtenden Umgang mit den Opfern und ihren Angehörigen seitens der Behörden, Politikerinnen und Medien beigetragen hat. Viel Kraft den Angehörigen für diesen Prozess. Geheimdienste abschaffen, weg mit den rassistischen Sondergesetzen, organisiert den antifaschistischen Selbstschutz in den Stadtteilen.